Real mit Mango 1, den Ingwer, die Zwiebel und den Knoblauch, schälen und feinwürfeln. Die Chilischote waschen, vom Stiel befreien und mit den Kernen in feine Ringe schneiden. Die Mangohälfte schälen und das Fruchtfleisch vom Stein abschneiden. Mangofleisch in kleine Würfel schneiden, die Hälfte davon zugedeckt beiseite legen. 2. Die Hälfte vom Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel, Knoblauch, Ingwer und Chili, darin andünsten. Die Linsen kurz mitdünsten. Brühe, die Hälfte der Mango und alle Gewürze zugeben und gut unterrühren. Das Dahl zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 25 garen, bis die Linsen zerfallen sind. Ab und zu umrühren und bei Bedarf noch etwas Wasser oder Brühe nachgießen. 3. Inzwischen die Limettenhälfte heiß waschen, abtrocknen und die Schale fein abreiben. Das restliche Öl erhitzen, die Kokosflocken darin bei mittlerer Hitze unterrühren, anrösten mit der Limettenschale und Salz, abschmecken, auf einem Teller beiseite stellen. 4. Dahl mit Salz abschmecken und die übrigen Mangowürfel unterrühren. Auf Teller verteilen und mit Kokosflocken garniert servieren. Das schmeckt dazu indisches Fladenbrot für 2 Personen, ein Stück Ingwer, Klammer auf ca. 2 cm, Klammer zu, 3/81 Gemüsebrühe je 1 kräftige Prise Zubereitung, 40 min. 1 kleine Zwiebel je gut 1/2 Teelöffel gemahlene Nelken pro Portion ca. 275 Kilokalorien 2 Knoblauchzehen Koriander, Kreuz- und Zimtpulver, 11 Gramm EW, 13 Gramm F, 27 Gramm KA, 1 rote Chilischote, Kümmel und Kurkuma, 1/2 Biolimette, 1/2 Mango, 1 türkische Lira Edelsüßes, Paprika, 2 Esslöffel Kokosflocken, 1 Esslöffel Ölpulver, Salz, 80 Gramm rote geschälte Linsen.